Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Todesritter Let's Play. Wir haben das letzte Mal aufgehört in Nordend. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich in Nordend gehe, auch wenn ich es gar nicht so mega mag. Aber wir sind hier dabei, haben noch eine Quest hier nebenbei am Start. Heißt der gerade? Getry, okay. Getry. Sind hier bei der Kriegsübelfeste und machen natürlich hier die Quest zu. Jetzt allerdings, wie immer am Anfang einer neuen Folge, schauen wir uns eure Briefe durch. Wenn ihr Briefe schicken möchtet, jederzeit einfach auf dem Server Rexar einen Charakter erstellen oder auf Valeria und dann an den guten Tipsilay schicken. Könnt halt alles fragen, was euch irgendwie interessiert, und ihr seid da komplett eskaliert letztes Mal. Wir haben irgendwie 1, 2, 3, 4 oder 3,5 Seiten voll mit Fragen. Deswegen schauen wir, dass wir da gleich mal durchkommen. Tellatora, danke. Wollte nur Dank sagen für deine coolen Videos. Hast mir für das Wiedereinsteiger sehr geholfen. Da hast mir auch in schwierigen Zeiten geholfen, mich abzulenken. Vielen Dank in aller Freude. Jonas, besser auf meinem Real Net mehr, hab auf dem Real Net mehr Gold. Also Entschuldigung, dass es nur so wenig ist. Vielen, vielen Dank. Du musst mir kein Gold geben, Mann. Freut mich, dass dir mein Content gefällt. Unbekannt. Hey, Shyami, wollte nur mal eben sagen, dass du ein echt toller und inspirierender Mensch bist. Unter anderem habe ich mir, wie du auch einen Droll-Todesritter erstellt, weil ich finde, dass diese Volksklassen-Kombo wie Arsch auf Eimer passt. Ich freue mich darauf, dich in Dungeons tanken zu sehen. Ich finde deine Begeisterung für neue Spieler echt süß. Ich wünsche, mehr Leute würden Neulinge zu herzlichen begegnen, anstatt sie für nett vorhandenes Knowledge zu flamen. Fertig, so krass, mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Flame genauso, wenn ich RPG spiele. Leute, die WoW quitten und Charts löschen. Hallo, Shyami, was hältst du eigentlich davon, dass Leute wegen des Skandals ihre ganzen Charts löschen, auf YouTube hochladen, wie sie es löschen? Findest du das Ganze übertrieben? Meiner Meinung nach sollte man, wenn man schon quittet, einfach das Spiel deinstallieren und alles so lassen, wie es ist. Vielleicht bekommt Blizzard eines Tages seine eigene Redemption-Arc. Dies wünsche ich mir sehr. Danke für die tollen Videos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema noch öfter kommt, weil das Thema haben wir, glaube ich, im Stream schon irgendwie tausende Male durchgekaut. Deswegen gehen wir gleich drauf ein. Ich muss schauen, dass wir hier ein bisschen schneller durchkommen, weil sonst brauche ich die ganze Folge nur damit, dass ich die Briefe hier durchlese gerade. Aber ich freue mich immer. Soll kein Hate sein, ich freue mich über die Briefe, Mann. Dein Gaming-Equipment. Lieber Shyami, ich wollte dich fragen, hast du dein High-End-Gaming-Equipment in erster Linie wegen dem Video-Editing oder wegen Gaming? Wegen beidem und weil ich extrem großer PC-Fan bin im Generellen oder beziehungsweise Technik-Fan. Welche CPU und GPU würdest du mir empfehlen, wenn ich nur WoW spiele und am liebsten auf höchsten Einstellungen? Ich weiß gerade gar nicht, was WoW überhaupt für Anforderungen mehr hat. Das steht immer im Internet, kannst du es recherchieren, was Minimum-Anforderungen sind. Ansonsten würde ich generell momentan noch nichts kaufen, weil die Preise sich erst noch stabilisieren müssen, deswegen einfach ein bisschen warten noch. Wann kann man mit deiner Meinung nach mit einem humaneren GPU-Preisen rechnen? Momentan ist es ja unmenschlich. Ich tippe nicht darauf, dass es auch nur annähernd dieses Jahr noch sehr weit nach unten geht. Ich würde mal tippen, dass es nächstes oder übernächstes Jahr, dann wird das halbwegs sich normalisiert. Das ist ja das Problem wegen den Silikonbauteilen, die drauf sind, da haben ja die meisten Firmen nie eine eigene gemacht, sondern alle nur eingekauft, und dann war da große Drama rundherum. Und jetzt bauen Firmen wie Intel und Co. gerade ihre eigenen Fabriken. Die brauchen aber locker 2-3 Jahre, bis die stehen. Dann müssen die Leute, da muss das Ganze natürlich erstmal eingearbeitet werden und Co. Und danach haben sie wieder volle Produktionskapität. Beantworten meiner etwas doofen Fragen. Kein Ding, Mann. Kein Ding. Wenn du spezifischer drüber reden willst, über quasi den Stuff, dann frage im Stream, da kann ich dir nämlich eine genauere Antwort geben. Im Video ist das jetzt, wenn ich da jetzt aushole und halt eine Stunde lang antworte, ist das auch nicht so geil. Sei gegrüßt, Todesritter. Hey, Shyami, wie viele Chars hast du mittlerweile? Ich dachte, dein Account ist voll. Ist er auch. Das ist ein anderer Account im selben Battle.net. Und teilt man sich nämlich alles, was man im Battle.net hat. Findest du, Blizzard soll das Charaktercap anheben? Ja. Werden die Leute, die aus diesem Grund mehr WoW-Lizenzen haben, dann auch angesäuert? Glaube ich nicht. Die haben die WoW-Lizenzen hauptsächlich dadurch, dass sie mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Meinst du, wir bekommen in Shadowlands noch die Traditionsrüstung von den restlichen Völkern? Nicht von allen, aber meine Spekulation ist, dass mit 9.1.5, der ja schon mehr oder weniger geleakt wurde, die Traditionsrüstung für die Menschen als auch Drolle kommt. So, jetzt können wir aber gerade weitermachen bei den Briefen. Jetzt machen wir ganz kurz hier weiter mit dem mit den Quests, solange bis wir wieder drüben ankommen, weil wir haben nur noch die Quest hier, und dann machen wir mit den Briefen weiter, sonst muss ich nämlich hier hin und her laufen die ganze Zeit. Denn die gute Katis Stanzpfeife, die hat Cooldown, und da ich kein Ingi bin, kann ich nicht das zweite Spielzeug stellen, um darauf nochmal einzugehen. In der Zwischenzeit können wir aber hier nochmal kurz auf das Thema eingehen. Das ganze Drama rund um Blizzard und beziehungsweise um Activision Blizzard, jetzt mittlerweile auch andere Firmen natürlich, haben wir ja schon vorher mal besprochen. Ich weiß, das Thema ist immer wieder sehr, sehr groß. Wir haben es im Stream schon hunderte Male durchgekaut. Ich habe kein Problem damit, dass Leute quitten. Ich habe ein Problem damit, dass viele Content-Creator gerade es als Content benutzen, zu sagen, sie quitten, weil sie wissen, dass sie Aufrufe dadurch generieren. Das ist ganz, ganz leicht erkenntlich immer. Oh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ey, vergesst nicht, mir auf meinen ganzen
Kanälen zu folgen und da könnt ihr mich auf Patreon noch unterstützen und so weiter. Warum macht man sowas? Weil als Content Creator ist man natürlich auf Trends angewiesen. Trend ist momentan der Hate gegen Activision Blizzard, der Trend ist momentan von WoW wegzugehen und dadurch hast du halt viel, wie soll man sagen, Traction quasi auf deinen YouTube-Channel, auf Videos und Co. Dadurch kriegst du Aufrufe, Aufrufe heißen mehr neue Subscriber. Und dementsprechend machen das natürlich sehr, sehr viele, die gar nicht unbedingt vorhaben, lange aufzuhören, die einfach nur so auf diesen Mob-Kult hinsehen, wo sie halt einfach auf diesem Bandwagon halt mehr oder weniger halt mitreißen, einfach nur, weil sie wissen, dass sie dadurch Abos mit noch abkassieren können, beziehungsweise halt generell halt mehr Aufmerksamkeit kriegen. Finde ich immer sehr, sehr schäbig sowas. Ich habe absolut kein Problem, wenn einem WoW nicht gefällt, weil, oh, ich mag das System nicht, deswegen habe ich aufgehört. Kein Problem, hör auf, macht nichts. Aber man muss sich nicht immer selbst für so wichtig nehmen und dann halt immer groß ankündigen und das war alles blöd und das ist blöd und genau jetzt, weil das Drama ist und weil alle aufhören, gerade höre ich jetzt auch auf. Das ist halt immer so ein Ding, was ich sehr, sehr ungut finde. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie viele Leute sehr naiv sind und solche Sachen natürlich dann immer sehen. Ja, aber die hören sich auf, weil ihnen das gerade alles nicht gefällt und so weiter. Aber es tut mir leid. So naiv bin ich da heutzutage nicht mehr nach fast, glaube ich, 8 Jahren YouTube und Social Media aktiv. Das ist sehr, sehr... Wie soll man sagen? Wie kann ich das betiteln am besten? Es ist sehr, sehr großer Zufall, wenn man sagt, dass sowas immer auf einen Schlag passiert, weil ein Großer irgendwas gemacht hat und dann alle auf einmal dasselbe machen. Es wäre was anderes, wenn du sagst, ja, der hat letztes Jahr aufgehört, dieses halbe Jahr hat der aufgehört, sondern ist halt immer, oh, hast du gehört, diese Woche, der und der macht nichts mehr, der hat aufgehört und der will auch nicht mehr. Das ist dann immer zu, wie soll man sagen, da gehen die Leute immer zu sehr mit ihrem... mit dem ganzen Hype mit und es gibt zu viele Leute, die das einfach ausschlachten und sowas hasse ich wie die Pest. Da bin ich einfach nicht die Person dafür. Wie würde ich das Ganze handhaben als Content Creator? Ich würde einfach was anderes machen. Jeder, der schon mal meinen Stream gesehen hat, weiß, dass ich auf sowas nicht wirklich massiv eingehe. Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust mehr, dann habe ich keine Lust mehr. Dann mache ich was anderes. Dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. Dafür muss ich nicht bei allem anderen die Schuld suchen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn prinzipiell ist es immer die Schuld von anderen, also immer, ach, Firma ist schuld, die Firma hat sich so verändert. Die Schuld liegt nie bei einem selber, ist auch immer ein sehr, sehr merkwürdiger Punkt, der sich bei allen immer gleich halten lässt. Immer dieses, alle anderen haben halt XY gemacht. Irgendwie hilft mir der Gute gerade nicht bei der Quest hier, das ist gar nicht gut. Normalerweise sollte er hier voll drauf reinhauen, aber irgendwie macht er nichts. Sarfang, lass mich hier nicht sterben. Ja, was soll das halt? Sarfang, warum tust du das? What? Warum hilft er mir einfach nicht? Kein Wunder, dass er in BFA draufgegangen ist. Ja, sowas finde ich immer sehr, sehr verdächtig dann. Deswegen, ich habe prinzipiell, wie gesagt, kein Problem damit. Wenn jemand quitten will, gerne einfach aufhören. Was ich schon seit jeher eigentlich bei WoW halt das Problem mit habe, ist halt immer dieses... Oh, das passt nicht und das passt nicht. Jeder, der schon langjährig irgendwelche Games spielt, immer dieses ins Forum gehen und dann einen Post erstellen, was halt alles nicht mehr passt. Und das ist der Grund, warum ich aufhöre. Und oh, dann immer dieses quasi andere Leute versuchen mitzuziehen. Oh, wie kannst du das noch spielen und wie kannst du das noch machen? Anstatt einfach zu sagen, mach das, was du willst, mach das, was dir gefällt, mach das, was dir Spaß macht, aber versuch nicht andere die ganze Zeit von deiner Meinung zu überzeugen. Das ist eigentlich meine ganze Meinung zu diesem Thema. Zu dem ganzen anderen Drama rund um Blizzard haben wir eigentlich schon mehr als genug drüber gesprochen. Ansonsten die vorletzte Folge nochmal ansehen, da habe ich noch ein bisschen drüber ausgeholt. Da kann man sich sonst nochmal mein Feedback drüber ansehen, da hat sich auch bisher nichts geändert. Ich finde es sehr, sehr gut sogar momentan, dass man jetzt auch sieht, dass das Ganze Auswirkungen hat und dass sogar höhere Führungspositionen diese Woche zum Beispiel entlassen wurden. Finde ich sehr, sehr gut. Ist ein guter Schritt in die Richtung. Beim Game technisch wird sich halt nicht so allzu viel verändern, sofern die Devs halt mit ihrem Game zufrieden sind. Weil, wie gesagt, ist halt ihr Produkt und sie können mit ihrem Produkt machen, was sie wollen. Und ob man das Produkt dann einem gefällt oder nicht, das muss man halt selber wissen. Nochmal darauf zurückzukommen, wenn mir irgendwas nicht gefällt, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe keine Lust mehr auf... WoW und ich würde jetzt quitten, wie würde ich das handhaben? Ich würde einfach was anderes spielen. Du würdest dann einfach sehen, dass ich im Stream was anderes spiele. Auf dem Kanal wird wahrscheinlich nichts mehr hochgeladen werden und auf dem anderen Kanal wird mehr hochgeladen werden. Das ist mein Ding. Ich halte mich selber nicht für so wichtig, dass ich da irgendwie mich dann rechtfertigen muss, warum ich ein Spiel nicht mehr spiele. Das ist halt...
ich weiß, dass ich davon lebe, aber gut, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gefällt es mir halt nicht mehr. Das heißt nicht, manche Leute drehen da immer ein bisschen durch. So, ich glaube, wir haben weit genug ausgeholt, auch wenn ich gerade ein bisschen verwirrt rede, aber ich wurde hier mittendrin gerade angewispert und das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gekickt. Das mache ich immer gerne, wenn mich Leute mal mittendrin beim Recorden anschreiben. So, wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört bei... das mit dem Charakter-Cap hatten wir schon, oder? Achso, mit der Traditionsrüstung, genau. Liebe Grüße, mach weiter so, deine Videos sind spitze. Dankeschön, Mann. Brief an meinen Crush. Du schaust doch gerne Achievement-Punkte von Spielern an, um zu prüfen, ob sie neu sind. Ab wie vielen ist man denn kein Neuling mehr? Ich würde sagen, so 5.000, 6.000 um den Dreh rum. Vielleicht solltest du in WoW auch ein Sprout-Icon bei neuen Spielern geben, wie in Final Fantasy. Was meinst du? Gibt es? Das sieht man allerdings nur, wenn man einer der Mentoren ist in WoW. Den Buff kannst du dir holen in... Orgrimmar oder Sturmwind vor der Botschaft, kann man sich das holen, dann siehst du so ein kleines Murloc-Icon über neuen Spielern. Ich finde deine Achievement-Überprüfung irgendwie anstrengend, vielleicht bin das aber auch nur ich. I don't know, ich mag das. Viel Spaß auf deiner Reise, die Staatsrat möge das Licht der Sterne deinen Pfad erleuchten. Dankeschön, Mann. Nur ein Test, hätte zwei Fragen, falls du dich beantworten willst. Würde gerne wissen, wie du motiviert bist, immer noch WoW im Endgame so krass zu zocken, weil du immer meinst, dass du gleichzeitig mehrere Klassen spielst. Ich hole mir seit Shadowlands Release nur noch Gamecards für das Leveln, weil ich finde, dass Shadowlands so leer wirkt. Fand hier BFA viel besser, was Content angeht. Ich weiß nicht, ich würde sagen, einfach weil ich Spaß habe. Ich spiele Games hauptsächlich aus dem Grund, weil sie mir Spaß machen. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann sieht man halt, dass ich einfach weniger spiele. Dann sieht man auch im Stream, dass ich zum Beispiel andauernd andere Games spiele oder sonst irgendwas. Aber ja... sofern ich motiviert bin, spiele ich weiter und WoW gefällt mir nach wie vor. Ich habe nicht wirklich sehr viele Probleme mit WoW. Natürlich gibt es einige Dinge, die mich stören, aber der Großteil überwiegt einfach, der mir gefällt. Wie oft spielst du WoW am Tag, weil du ja eben so viele Chars spielst? Hast du dein Hobby schon zum Beruf machen können? Ich bin schon seit 5 Jahren selbstständig mit YouTube und Twitch. Einfach sonst mal auf Twitch vorbeischauen. Wie lange spiele ich am Tag? Ich meine, es kommt drauf an. Ich habe Tage, wo ich fast gar nicht spiele, vielleicht ein, zwei Stunden. Und dann an Tagen, wo ich zum Beispiel streame, spiele ich halt 10, 12 Stunden. Das ist sehr, sehr verschieden, würde ich sagen. Silvas, Traditionsrüstung. Hey, Shyami, was muss ich machen, um die Traditionsrüstung der Makar zu bekommen? Du musst die Makar freischalten und einen Makar-Ork leveln. Aber die Rüstung ist nur auf den Makar-Orks nutzbar und nicht auf anderen Klassen. Das heißt, du darfst den Char nicht boosten, sondern einfach von Level 1 bis Level 50 einmal leveln. Dann kriegst du die Rüstung und vielen, vielen Dank für 1000 Gold, Mann. Vielen, vielen Dank. Mailina, liebe deine Streams. Ich mag deine Streams und Videos. Mach weiter so. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Vaterboy, Part 4. Happy Birthday, Nachtigelflo. Vielen, vielen Dank, Mann. Wie findest du bis jetzt deinen neuen PC? Sehr, sehr geil. Hoffen nur, dass die Grafikkarte wieder zurückkommt. Kann es sein, dass es weitere Gebiete gibt? Weil wir wissen doch nichts, von diesem Tazavesh-Market. Wie, dass es weitere Gebiete im Shadowlands gibt? Ja, es gibt zahlreiche Shadowlands-Gebiete, aber wir kennen halt nicht alle, weil der Jailer uns davor abschirmt. Wir finden uns die Idee von Enziferum. Not bad, not bad. Soweit ich weiß, hat Akramar den alten Gott aus Pandari rausgerissen, wurde dadurch die Schar wieder freigesetzt. Akramar, Amantul, hat Yushari rausgerissen und dadurch, dass er rausgerissen hat, ist eine große Wunde entstanden und die Überbleibsel, die wieder zurück runtergefallen sind, das sind mehr oder weniger die Schar, die wir in Mists of Pandaria kennen. Vielleicht habe ich auch gerade Dinge verwechselt, bin mir nicht zu 100% sicher, ist das einfach in den Kommentaren ausbessern. Der Donnerkönig wurde doch von den Zandalari wiederbelebt. Ja. Denkst du, dass es wirklich ein WoW 2 geben soll? Nein. Ich halte WoW 2 für ein Meme und ich weiß nicht, was man unter WoW 2 versteht. Ein Update der Engine? Ich habe keine Ahnung. Call the Roll oder Call the Roll? Call the Roll, glaube ich, soll das heißen. Hey, wollte mal fragen, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Kannst du mal BGs machen und mal für alle Chars besten Bugs und bestes Leg deiner Meinung nach? Deine Meinung, kauf dir was Schönes, spielst auf Rexar. Yes, Rexar ist mein Main-Server. Ich spiele sehr oft BGs. Jeden Dienstag, 12 und 15 Uhr, neue Videos. Besten Bug, bestes Legi, spielt das, was dir Spaß macht, ist meine generelle Meinung. Ich pick mit jedem Char das, was mir gefällt. Ich pick mit jedem Char das Legendary, was mir gefällt. Der mit 2000 Gold, Mann. Vragoran, hey Flo, ich wollte dich mal fragen, ob du mal Klassengeiz machen kannst. Würde mich extrem auf Icy, würde mich extrem freuen. Auf Icy Event steht eigentlich nichts Sinnvolles. Bleib so, wie du bist. Feier deine Videos, liebe Grüße, Basti. Ich kann leider auch nicht mehr sagen, als Icy Event sagt. Das sind halt mal die Guides. Da wird gesagt, wie die Rotation funktioniert, was man specken soll und sonst so. Ich glaube eher weniger. Ich bin immer wieder mit mir selber am Ringen, ob ich mal Klassengeiz mache. Das Ding ist, da steckt so viel Arbeit drin und ich kann sie einfach nicht aktuell halten. Weil das Ding ist, dann kommt ein Hotfix, dann stimmt irgendwas nicht, dann ist er wieder outdated und dann bringt es halt wieder nichts mehr. Deswegen ein bisschen problematisch.
Dark Raver, zu viel EP für Quest. Moin Charmin, wir erfahren, gibt es eine Quest bei Gallivix, wo man im Riesenflirt den Boss killen musste. Ich habe entdeckt, dass man bis Stufe 49 für die Quest aus 40.000 EP bekommt. Tätig bei das bei allen Chars, auch auf verschiedenen Servern. Ist das auch bei dir? Ich gehe stark davon aus, das sind die EP-Quests, die eigentlich so viel Ding gaben, immer so viel Azerit gaben. Ich glaube nicht, dass sie die genervt haben. Das ist aber ein guter Tipp auf jeden Fall. Unbekannt, hey, ich habe zwei Fragen an dich. Welche Klasse plus Volk hast du ausgewählt, um die Nachtfee Blattenrüstung freizuschalten? Zwerg Paladin. Welchen Pakt wirst du bei dem Droll Deke, den du gerade spielst, beitreten? Ich habe keine Ahnung, das lassen wir wahrscheinlich die Community entscheiden. Danke für das Beantworten und noch viel Spaß. Vielen Dank, Mann. Unbekannt, ich hasse Vulpera. Jo, was ist das denn? Hallo, Schiami, verabscheust du Vulpera auch wie ich? Nein, ich wünsche, sie wären nie als Spielfalls vorgemacht worden. Ich kann diesen Folgen nicht ernst nehmen. Danke für deine tollen Videos. Ich hoffe, dass ich dich nie in einem dieser behaarten Gremlins spielen sehe. Da bist du aber schon zu spät an, weil ich habe die nämlich schon fertig. Und hab die schon einmal zumindest die Rüstung freigeschalten. Isla, Timmy, moin. Flo, mein Freund, schon 29 Jahre alt, die 30 rückt immer näher, wie bei mir leider auch. Wünsch dir alles Gute, nachträglich zum Geburtstag, bleib wie du bist. Erheiter deine Community mit deinen Streams und Videos. Möge das Glück stets mit dir sein. Ganz liebe Grüße, Timmy. Vielen Dank, Tim, Mann. Vielen Dank. I don't know Gear. Grüß dich, Schiami. Ich habe eine Frage, und zwar frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Platten und beispielsweise Lederrüstung ist. Hattest du relativ wenig gefunden? Ich meine, sie sehen anders aus, sind für verschiedene Klassen einfach dazu da, damit es halt irgendwie einen Rollenspielaspekt halt hat, weil der Schurke ist agil, der läuft jetzt nicht in Plattenrüstung rum, die irgendwie 500 Kilo wiegt. Ansonsten ist der Rüstungswert, der drauf ist, halt unterschiedlich. Bin neu erst mit zu diesem Spiel motiviert, habe noch nie ein MMORPG gespielt. Mach weiter so, deine Videos sind echt klasse. Liebe Grüße, Shoro. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir kommen endlich zur letzten Seite. Karov, your opinion. Hey Flo, was sagst du dazu, dass manche Leute MMOs wechseln? Gibt ja viele, die wegen den Vorwürfen gegen Blizzard zu Final Fantasy oder New World gewechselt haben. Viele Grüße, mach weiter so. Das können wir beim Quest nebenbei beantworten gleich. Unbekannt. Roomtour, echt? Ja, hier kannst du mal eine Roomtour machen. Du hast jetzt ganz oft gesagt, du machst eine. Wann? Uff, bald. Rexiant, fragen uns so. Hey Flo, hab mal ein paar Fragen. Wie funktioniert das mit den Punkten bei Torgas? Woher weiß ich, wann man zum Beispiel was machen muss, um 4 Punkte zu bekommen? Alles clearen, so clear wie möglich halten, nicht sterben. Deine Fähigkeit regelmäßig einsetzen, also die Special Button regelmäßig einsetzen und so viele Mobs damit killen, wie es nur geht. Von keinen Fallen getroffen werden, einen Boss in einer gewissen Zeit killen und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Liste im Internet sonst zu sehen. Kann man die Legion Raids mittlerweile solo gehen, beziehungsweise welche davon? Kann man solo machen, alle davon, jedoch nur mit höherem Gear. PS5, deine Videos machen weiter so. Hier noch ein wenig Gold für dich. Jo, danke für CMG. Unbekannt, hallo. Hey, Schiami, ich finde deine Tradition mit dem Briefelesen in jeder Folge echt cool. Liebe deine Videos so sehr. Du bist mega lustig und informativ und extrem noob-freundlich. Könntest du mich grüßen? Ich heiße Camilla. Camilla, sei es gegrüßt. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Ja, es ist manchmal rastet es komplett aus mit Briefen. Es ist so, in einem Let's Play, so circa haben wir so 2-3 Folgen, da ist auf einmal so komplette Eskalation wie hier mit den Briefen, dass ich irgendwie 3,5 Seiten Briefe auf einmal habe. Unbekannt, Frage, kann man den legendären Umhang von BFA noch bekommen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht weiß einer in den Kommentaren. Und wer ist mein Lieblingscharakter, WoW-Charakter? Mein Charakter, würde ich sagen. Groove, Skills in BG. Hey Flo, vielen Dank für deine tollen Videos, freue mich, sind sie für mich, oh mein Gott, kann nicht lesen. Für mich sind sie sehr hilfreich, um im WoW weiterzukommen. Ich bin jedes Mal geflasht, wenn ich wieder ein BG-Video von dir anschaue, dass ich auch Bock habe. Habe mein König PvP zu testen, allerdings lande ich schneller auf dem Friedhof, als mir lieb ist. Wie bringst du es fertig, mit all den Klassen so reinzuhauen? Ich spiele mit einem Treffsicherheitsjäger, kriege es aber nett gebacken, ohne mir die Finger zu brechen. Gehen wir auch gleich drauf ein. Und dann letzter Brief, Wolfi mit. Amigo, hallo Schiami, ich will dir mal Danke sagen für deine ganzen Videos. Gerade deine Videos im Bereich PvP sind mehr als super, gerade zum Einschlafen oder sehr Depri-Zeiten. Ich wollte dich mal fragen, was du am liebsten für einen Key läufst und ob du eine feste Gruppe hast oder dich auch mal mit Liefern und Co. herumschlagen bist. Das wäre alles sehr nett, wenn du Seyrox grüßen kannst. Seyrox, du seist gegrüßt. Und die 10 Gold sind dafür, dass du dir einen Pulli vom Charlie holen kannst. Wer ist Charlie? Steht dir sicher. Schönes Let's Play. Dankeschön, Mann. So, durch die Briefe durchgerusht. Ich weiß, dass manche das immer nicht feiern mit den Briefen. Andere interessiert sehr mit den Briefen. Deswegen, je nachdem, was für eine Seite ihr verteidigt, werde euch das Ganze gerade gefallen haben oder weniger. Ist das hier ein neuer Spieler? 4500 ist kein neuer Spieler. Seht ihr, da haben wir direkt wieder gecheckt gerade. Dann gönnen wir uns hier einen der Feiglinge. Mit dem können wir nämlich gleich immer rüberreiten. So, wir haben hier noch 2-3 Briefe rausgenommen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer was war gerade.
Achso, wie ich mir so leicht tue mit mehreren Klassen. Das Ding ist, erstens, wie gear ich meine Klassen? Ich habe ein komplettes Gear-Video, das findest du auf meinem YouTube-Channel. Da siehst du sonst auch, wie man Chars geart. Ich persönlich gear meine Charaktere hauptsächlich über Rated Battlegrounds oder Arena. Das heißt, ich mache eigentlich immer BG, oder eher BG oder Arena, org ich immer selber, egal ob Onstream oder Offstream. Ich mache einfach immer selber Gruppen auf, denn dann kann mich nirgendwo einer ablehnen. Also hat maximal nach jeder Runde mal irgendwo einen, der rauslief oder so. Und damit gear ich mich ehrlich gesagt. Das ist 1 bis 2 RPGs pro Char pro Woche und das war's dann mehr oder weniger schon. Rein vom Spielerischen her hilft es bei Klassen immer alles ziemlich gleich zu halten. Was meine ich damit? Und zwar die Rotation immer auf die gleichen Buttons zu legen, denn in WoW besteht jede Klasse immer aus ziemlich gleich vielen Buttons, was jetzt Damage angeht. Egal ob bei den Memes back, oh, der drückt nur eine Taste wie Demon Hunter oder Beastmaster, haben immer trotzdem gleich viele Tasten, wie zum Beispiel Koberschuss, Fass und so weiter. Hast du immer deine Main-Abilities, du hast deine Abilities zum Aufbauen und so weiter und so fort. Im Falle vom DK zum Beispiel haben wir halt Obliterate, wir haben einmal den Frostschuss auf Q, also QE, haben wir die Main-Tasten, dann haben wir heulende Böe und dann haben wir zum Beispiel hier noch Deathstrike, also das heißt, hier haben wir eigentlich die drei Tasten und dann haben wir hier noch auf Shift-F, ist eine Ausnahme hier, wo mein unbarmherziger Winter noch mit drauf ist. Dann, ich gehe mal gleich, dass die Kicks gleich sind, das heißt Kicks sind immer auf R, manche Sachen gehen halt nicht gleich, aber ich versuche es im Großen und Ganzen immer gleich zu halten, so dass es halt nicht zu sehr Verwirrungen kommt. Dann ist zum Beispiel CC oder Defensive. Eine Defensive-Fähigkeit ist bei mir immer auf Y dann zum Beispiel, so dass ich mir halt relativ simpel und leicht tue, wenn ich jetzt irgendwas halt machen will, damit ich halt die Muscle Memory, also dass das automatisierte Drücken halt einfach von alleine hinhauen, ohne dass ich jetzt großartig überlegen muss. So handhabe ich das zumindest immer. Dann haben wir noch einen Brief. Was war der andere Brief? Achso, was ich davon halte, dass andere Leute zu anderen MMOs wechseln? Habe ich kein Problem damit, finde ich sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr großer Vertreter, dass heutzutage irgendwie komplett verloren ging, das zu machen, was einem Spaß macht. Wenn du glaubst, Final Fantasy, New World, Rift, Warhammer, Aeon, was es alles gibt an MMOs, wenn du glaubst, dass das Game macht dir Spaß, dann spiel das Spiel. Ich habe, wie gerade am Anfang schon gesagt, nur ein Riesenproblem damit, wenn Leute vor allem mich zum Beispiel im Stream die ganze Zeit dazu überreden wollen, dass ich halt dann, oh, wie du spielst nicht das und das, wie du machst nicht das und das. Man mag es kaum glauben, aber jede Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, hängt damit zusammen, ob es mir gerade gefällt oder nicht. Und wenn mir etwas nicht gefällt, dann mache ich es nicht. Ganz, ganz simple Systematik. Und Final Fantasy und New World sind halt gerade die Dinger, die halt gerade am Boomen sind. Final Fantasy, weil halt manche rübergeswitcht sind, New World, weil es halt neu ist. Das gleiche dann gilt dann wieder für Ashes of Creation und andere Games, die gerade rauskommen. Sind halt die Hypes gerade da. Dann, wenn sich die Hypes gelegt haben, siehst du halt wie bei Final Fantasy, dass es gerade wieder ein bisschen nach unten geht. Gerade wenn man es halt mit irgendwie Twitch oder sonst irgendwas vergleicht. Und das Ding ist halt immer, Konkurrenz ist gut. Das mag aber irgendwie heutzutage keiner verstehen, weil jeder immer auf diesen Bandwagon mit Hate aufspringt und dann immer da gleich irgendwie komplett durchfährt. Warum ist Konkurrenz gut? Weil Konkurrenz zu Änderung anregt. Aber warum, fragt sich der ein oder andere, der vielleicht, vielleicht das Verständnis dafür nicht hat, vielleicht nichts von Marketing versteht oder sonst irgendwas. Oder halt generell von Wirtschaft. Aber wenn wir jetzt hergehen und ich habe ein Produkt und mein Produkt ist das einzige Produkt, das sich verkauft. Sagen wir, ich habe 99% Marktanteil und 99% aller Leute kaufen mein Produkt. Was wird dann passieren? Es ist egal, was ich mit meinem Produkt mache. Ich kann den Preis nach oben fahren. Ich kann halt schauen, dass ich billigere Sachen reinmache. Und dementsprechend wird mein Produkt trotzdem immer weiter auf ganz oben performen, weil die Leute das kennen. Die Leute sind Gewohnheitstiere. Das heißt, das, was sie kennen, das konsumieren sie auch weiterhin. Und ergo habe ich halt nie irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen kann. Wenn ich jetzt aber über Jahre immer wieder mehr und mehr Fehler mache, dann springen immer mehr Leute ab. Umso mehr Leute abspringen, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konkurrenzprodukt aufkommt, das Dinge anders macht als mein eigenes Produkt. Dadurch werden mir Fehler mit meinem Produkt aufgelistet und die kann ich dann wiederum ändern, sodass ich in Zukunft wieder die Marktmehrheit besitze. Heißt also, eine Alternative, oder es heißt also, ein anderes Produkt, wie zum Beispiel jetzt in unserem Falle halt Final Fantasy oder New World, ist gut. Das ist sehr gut sogar. Warum? Es gibt anscheinend für viele Leute Sachen, die ihnen in Final Fantasy übergefallen und was ihnen in WoW fehlen. Was wird am ehesten passieren? Die Leute werden die ganze Zeit drüber reden, was ihnen da gefällt und am ehesten werden dafür Änderungen im anderen Game kommen, weil natürlich die Mitarbeiter und Co. oder Marketingabteilung das genauso sieht und da solche Sachen im Spiel haben wollen. Ergo werden solche Sachen dann umgesetzt.
Das kann aber allerdings immer erst dann stattfinden, wenn tatsächlich ein anderes Produkt einfach besser performt oder halt einfach für kurze Zeit zumindest andere Dinge besser macht. Das ist, man kann sein, dass es komplett verdrängt, wenn man es halt da nicht einsehen will, aber solche Dinge schüren Veränderungen. So funktioniert dann unsere ganze Marktwirtschaft. Wenn man immer der dominante Platzhirsch ist, dann gibt es ja keinen Grund, dich zu verändern. Warum halt auch? Die Leute kaufen ja weiterhin mein Produkt. Das ist halt das, was halt vielen gefällt. Warum spiele ich zum Beispiel das persönlich nicht? Ich kann nichts damit anfangen. Final Fantasy, das kann spielerisch vielleicht das geilste Game sein, eurer Meinung nach. Ich habe es mir angesehen, zum Beispiel, weil ich gerne Summit beim Stream schauen, der aktiv gespielt hat. Gefällt mir spielerisch gar nicht. Ich mag die Visuals überhaupt nicht. Ich mag einfach das ganze Aussehen vom Game nicht. Ich mag Sounddesign nicht. Ich finde die Story etwas cringe, mehr oder weniger, von dem, was ich alles gesehen habe. Und ja, es ist halt einfach nicht meins, würde ich mal sagen. New World habe ich ausprobiert. New World sieht ganz witzig aus. Ist auf jeden Fall spielerisch mal was anderes. Aber sehr, sehr große Kritikpunkte für mich. Erster großer Kritikpunkt. Hab meine Grafikkarte geschrottet. Zweiter großer Kritikpunkt. Das Auswahlsystem an Skills ist sehr, sehr mickrig. Für ein waffenbasierendes Skillsystem sind so wenig Talente drin irgendwie. Du hast, glaube ich, pro Tree irgendwie 3-4 Talente oder so drin, die du aktiv spielen kannst. Da hätte ich mir irgendwie mehr erwartet. Zum Beispiel bei Elder Scrolls habe ich halt auch nochmal irgendwie mehr verschiedene Skills mit mehr verschiedenen Waffen halt irgendwo. Zusätzlich zu den Klassen-Abilities, die es halt dort nicht gibt. Das fand ich ein bisschen sehr demotivierend, eigentlich gesagt. Zweites, das Endgame sieht sehr, sehr langweilig aus für mich. Endgame-technisch, ich kann mir vorstellen, dass es ein Game ist, das irgendwie so mega Bock macht für einen Monat oder so. Und ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich wieder komplett raus. Spiele ich es nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe sehr, sehr Angst, dass sie das mit der Grafikkarte irgendwie nur so halbwegs fixen und meine Grafikkarte dann wieder drauf geht. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt vorerst ein bisschen bange vor, das Game dann auch nochmal annähernd zu starten. Schauen wir dann, wenn es rauskommt, ob wir das dann nochmal spielen oder eher weniger. Das ist meine Meinung zu dem Ganzen und was ihr gerne spielt, wie ich sage, spielt das, was ihr spielen wollt, pusht für Veränderungen, die ihr haben wollt, aber pusht die Veränderungen halt über irgendwelche sinnvollen Sachen und über, wie soll man sagen, über normale, konstruktive Kritik. Das ist ja auch was, was heutzutage gar nicht mehr hinhaut. Selbst wenn ich mir als Content Creator oder so konstruktive Kritik ansehen muss oder auf Social Media einfach ganz normal lese, was Leute für konstruktiv halten, dann sehe ich ganz schnell, warum gewisse Firmen und Co. einfach keinen Bock haben, Änderungen durchzuziehen, weil das ist alles andere als konstruktiv. Da werden Leute beleidigt bis zum geht nicht mehr. Das Produkt wird einfach nur schlecht geredet bis zum Anschlag. Naja, was wird dann passieren, wenn ich das mache? Natürlich schalten die dann auf stur und haben keinen Bock drauf, weil warum soll ich mir die ganze Zeit anhören, was halt alles Kacke ist an dem, was ich mache? Anstatt dass Leute halt einfach hergehen und konstruktiv sagen, was halt nicht passt. Ah, ich finde, man sollte das und das ändern. Ich habe zum Beispiel keinen Spaß an dem und dem System. Wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen, was wäre meine konstruktive Kritik für WoW momentan? Was gefällt mir nicht? Momentan gefällt mir wenig Mythic Plus und Raid. Was ist das Problem damit? Die Raids, Mechanik, Aussehen? Top! Gibt überhaupt kein Problem. Finde ich mega geil. Die Encounter waren überwitzig in Sanctum of the Domination. Was ist also das Problem, warum ich nicht reingehe? Es fehlt irgendwo der Anreiz. Ich habe irgendwie keinen Anreiz reinzugehen, weil es halt nicht mehr wie damals immer das beste Gear gibt aus dem Raid, weswegen ich halt reingehen kann. Wie könnte man auch sowas fixen? Für mich persönlich, ich mag Tiersets ganz gerne. Ich mag das, dass ich in Raids reingehe und zum Beispiel in Raids einen Part von meiner Ausrüstung holen kann, die dann trotzdem im Mythic Plus zum Beispiel auch gut ist. Und dadurch habe ich halt Anreiz, in den Raid zu gehen. Zusätzlich die Cosmetics, die man rauskriegt, ist sehr, sehr cooler Anreiz. Das wäre zum Beispiel mein Feedback. Dadurch würde ich wieder mehr raiden gehen. Fügen sie es jetzt ein oder nicht? Weiß es nicht. Gesagt haben sie mal, dass es im Laufe von Shadowlands vielleicht noch kommt. Ob es jetzt eingefügt wird oder nicht, ist mir ziemlich egal. Wir machen andere Aspekte halt im Spiel mehr als genug Spaß. Gleiche gilt für Mythic Plus. Mythic Plus fehlt mir auch ein bisschen der Anreiz. Die Dungeons sind ganz cool, coole Designs. Boss-Design ist ganz witzig. Ich mag viele der Bosse, ich mag auch viele der Bosse gar nicht. Und mir fehlt auch hier ein bisschen der Anreiz. Zum Beispiel der einzige Anreiz, den ich habe, ist zum Beispiel die 20er Achievements abzuschließen. Dass ich jeden Key mal bloß 20 laufe und dadurch kriege ich die Teleporter freigeschalten. Das ist Anreiz für mich, da reinzugehen. Was kein Anreiz für mich ist,
immer und immer wieder den gleichen Key zu laufen, in der Hoffnung, dass ich irgendwo einer der Besten bin, der den höchsten Key gelaufen hat. Das ist irgendwie kein Anreiz für mich, sondern ich will mir irgendwas freispielen. Ich will in einem MMO zeigen, was ich gemacht habe. Schau dir an, was ich mir geholt habe. Oh mein Gott, Alter. Siehst du, was der anhat? Das ist ja mega sick. Alter, der eine, der hat Gladi-Mount, Alter. Der, wie gut der im PvP sein muss oder wie gut der gespielt hat. Oder der hat halt... Mephi Plus Mount oder was auch immer. Sowas ist cool. Du willst herausstechen aus der Masse für die Leistungen, die du in dem Spiel vollbracht hast, in einem MMO, verbracht hast. Das ist halt das, was mir da persönlich fehlt. Warum spiele ich also dann zum Beispiel PvP? Weil ich im PvP genau das habe. Wenn ich mich im PvP bemühe, dann kriege ich Sachen. Wenn ich im PvP jetzt auf 1800 spiele, dann kriege ich ein Elite-Set. Wenn ich auf 2100 spiele, dann kriege ich einen Enchant. Der sieht jetzt nicht so geil aus, diese Season, aber dann kriege ich halt zum Beispiel einen Enchant, einen der Elite-Enchants halt. Wenn ich dann vielleicht noch höher spiele auf 2400, dann kriege ich einen sicken Tabard, den ich mir frei spielen kann, den sonst vielleicht nicht jeder hat. Und wenn ich dann im 3v3 auf 2400 spiele, dann kriege ich auch noch zusätzlich hier einen Gladiatoren-Mount, das nicht jeder hat. Das sind Anreize, weswegen ich Spiele spiele. Das ist das, was mir gefällt. Diese Raritäten zu erarbeiten, Dinge zu frei zu spielen und einfach Bock dran zu haben, das halt hochzuspielen. Und deswegen finde ich halt PvP momentan einfach übergeil. Ich mag das ganze schnelle Gameplay. Ich mag das mit den Heavy Hits und Co. Natürlich sind manche Sachen da auch nicht gut. Sage ich es auch. Ich meine zum Beispiel, Red Burst ist immer noch extrem hoch. Windwalker Burst ist momentan das Nonplusultra, gleich wie Elishami Burst. Ich will jetzt aber nicht, dass die hergehen und dann 50% verringern, sondern einfach mal mini runterfahren, sodass man es halt ein bisschen mehr predikten kann. Aber es sollte trotzdem noch schnelles Gameplay bleiben. Ich weiß, dass dann viele mehr hergehen und, oh ja, 90% Nerf. Nee, eben nicht. Ich will halt minimale Nerfs sehen, sodass halt die Klasse weiterhin spielbar bleibt und alle andere Klassen genauso hervorstechen können. Wir haben sonst alle eh relativ gutes Gameplay momentan. Finde ich halt eh ziemlich sick. Aber das, meine Damen und Herren, ist konstruktives Feedback. Ich gebe mein Feedback, ohne zu sagen, wie scheiße alles ist und wie inkompetent gewisse Entwickler sind oder sonst irgendwas. Man kann sein Feedback auch rüberbringen, indem man ein ganz normaler Mensch ist und mit anderen darüber redet, was sie denn besser machen könnten bei ihrem Produkt. Heißt das, dass sie es machen müssen? Nein, es ist ihr Produkt. Ob sie es ändern wollen? Klar, wenn sie gerne mehr verdienen wollen, können sie gerne was ändern. Aber wie gesagt, es ist und bleibt ihr Produkt. Was sie damit machen wollen, ist ihr Ding. Wo ihr dann das Feedback gebt, das bleibt euch dann selbst überlassen. Am besten bringt man Feedback halt immer in den jeweiligen Foren von Entwicklern an oder halt auf Twitter-Posts von zum Beispiel den Entwicklern selber. Aber wie gesagt, in humanem Ton, ohne Beleidigung und einfach halt seine Punkte so rüberbringen, dass man sie nachvollziehen kann. Zu sagen, das ist Kacke, ist kein konstruktives Feedback, sondern das ist halt einfach nur deine Meinungsäußerung und das bringt keinen weiter. Was sind deine Alternativen? Was würdest du gerne sehen? Was würdest du gerne merken, dass sich verändert? Das sind Dinge, wo man dann drauf reagieren kann. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen viel ausgeholt, aber ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr interessant ist für viele, nachdem wir gerade vorher so lange gebraucht haben, die ganzen Briefe einmal durchzublättern. So, was hatten wir jetzt noch? Ich glaube, ich habe noch irgendwas gesehen gerade vorher. Das haben wir schon beantwortet. Oder was war das hier noch? Achso, das war das gleiche im Endeffekt. Okay. Dann sind wir, glaube ich, so ziemlich auf alle Themen hier gerade eingegangen. Dann können wir uns tatsächlich mal aufs Quest konzentrieren. Na, wie gesagt, ich mag das sehr, wenn mehr oder weniger Let's Plays, mehr oder weniger wie ein Podcast sind. Viele, glaube ich, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, viele schauen gar nicht das, was ich hier mache, sondern schauen halt tatsächlich einfach nur oder hören es halt quasi einfach als Podcast an, weil sie sich einfach für die Themen interessieren, über die ich rede. Das ist ja der Main-Ding, was meine Let's Plays sind. Es ist ja fast wie ein Podcast einfach. Also da kann man nicht hoch, das habe ich schon mal irgendwo probiert. Das ist ja einfach so das Main-Ding, was meine Let's Plays sind. Es ist wie ein Podcast, du kannst es nebenbei hören. Ich rede über alle möglichen Themen, die ich gefragt werde. Wenn gerade keine Fragen am Start sind, dann schaue ich, was in den Kommentaren noch stand. Und wenn das auch nicht am Start ist, dann rede ich halt wie auch ziemlich oft einfach aus dem, was ich so diese Woche erlebt habe. Sei es in-game, sei es im echten Leben oder was auch immer. Ich schaue, dass ich da halt immer auf alle möglichen Themen eingehe, die euch interessieren, die mich interessieren und faszinieren. Und das sind dann immer so Dinge, die da natürlich hervorstehen. Ich meine, WoW ist halt unser gemeinsamer Nenner. Bin ja immer ein WoW-Content-Creator, aber ich mache natürlich auch anderen Content. Denn wer meine Streams schaut, der weiß ja auch, ich spiele erstens andere Games und zweitens rede ich halt auch über andere Probleme jederzeit offen, ohne dass ich da irgendwie zurückscheue. Da schauen wir, dass wir da nämlich auch dabei bleiben, weil das ist einfach was. Ich mag das einfach, wenn ich irgendwie authentisch bin und halt einfach, ich weiß nicht, einfach ich selber bin. Einfach das über die Dinge rede, über die ich mich interessiere, die mich faszinieren und so weiter.
Und dabei möchte ich auch bleiben. Und wie gesagt, bei mir braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ich da irgendwo dann ein großes Video immer hochlade von wegen, was gerade alles kacke ist und halt was gerade so nicht passt. Ich könnte natürlich mal vielleicht ein Video machen, halt über Themen allgemein reden, was mir halt vielleicht nicht gefällt momentan, aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ich gebe mein Feedback eigentlich regelmäßig im Game ab, entweder in meinen Streams oder halt alternativ, ich reporte sehr viel über das Tool in-game. Da hat letztens einer gefragt, er findet das Bug-Ding nicht mehr, du brauchst nur Escape drücken, Hilfe, dann lädt der Kundensupport hier und dann kannst du Feedback abschicken oder Fehler melden, du brauchst nur hier links oben drauf drücken. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, ich weiß nicht, bei was für ein Video, ich glaube es war ein Let's Play. Da kann man das ganz einfach reporten, den Stuff, und dann kommen da auch Änderungen zustande. So, jetzt können wir wieder alles zurücklaufen. Wann kann man nochmal fliegen? Ab 25, nee, ab 30, oder? Ich glaube, 30 können wir fliegen. Mittlerweile müssen wir einfach mit unserem Frost Golem hier durch die Gegend rennen. Da kommen wir nämlich so auch noch ganz gut voran. Reittiermäßig sieht es auch nicht bad aus. Ein Paladin haben wir momentan 698. Da haben wir eins nämlich mehr, komischerweise. Ich glaube, das ist irgendein Paler-Mount. Ich glaube, das war ein Magentum-Turnier oder so. Fehlen noch zwei Mounts auf die 700. Und Ehrenstufen fehlen auch nicht mehr viel. Da haben wir ordentlich gefarmt. 487, 13 Ehrenlevel to go. Dann haben wir das 500 Ehrenlevel Mounts. Ist momentan immer noch eins der seltensten Mounts in-game, auf das ich mich schon mega freue. Habe ich lange darauf hingearbeitet, seit Legion mehr oder weniger. Sehen wir dran, das zu erarbeiten, dass wir da aufs Maximale raufkommen und uns das letzte hier noch freischalten können. So, die eine Quest ist nur die Übergabe. Was ist denn hier los? Die eine Quest ist nur die Übergangsquest. Der wird ein bisschen gehatet da unten, gerade der gute Hauptmann. Die sollte nur die Übergangsquest sein, die oben ist normalerweise. Da wird man dann einfach weitergeschickt, glaube ich, überhaupt zu Dalaran? War das nicht die Dalaran-Quest hier? Beim Windreitermeister? Ich weiß gerade nicht mehr. Wir gehen aber auf jeden Fall zuerst Richtung Bernsteinfels. Da können wir nämlich oben noch das Ohren sammeln und, oder beziehungsweise unten können wir das mit Ohren sammeln und Co. machen. Da können wir nämlich einmal hier rüber gehen. Und dann werden wir da schauen, dass wir da ein bisschen vorankommen. Aber im Norden sind echt nicht viele Leute am Leveln. Das letzte Mal haben wir ein bisschen mehr gesehen, aber gut, ich meine, ich record gerade um 2 Uhr morgens unter der Woche. Da ist jetzt nicht gerade der Bär los. Aber mich wundert es, dass man trotzdem relativ viele Leute sieht, die im Norden und Scherbenwelt vor allem. Ich habe mit meinem... Ich bin ja immer noch so am Level-Guide machen nebenbei. Ich habe ein bisschen vernachlässigt momentan in den letzten 2 Wochen, aber ich bin ja gerade noch Scherbenwelt am Leveln und schaue, dass ich da halt, oder beziehungsweise Nordend am Leveln jetzt mittlerweile und schaue, dass ich da halt die Zeiten alle timen kann und so weiter. Aber Scherbenwelt war so voll mit Leuten, die da gelevelt haben. Das wundert mich so hart. Das Gebiet ist halt so langsam zum Leveln. Ich verstehe das echt nicht, warum da so viele Leute freiwillig halt hingehen. Quests alle so ewig weit auseinander. Gefallen tut es mir irgendwie auch gar nicht. Einzige coole Zone ist irgendwie Nahkrand vom Aussehen her. Aber ja. Da stehe ich wohl irgendwie alleine da, würde ich mal fast sagen. Ansonsten laufen wir noch rüber zum Detalager und dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Schauen wir, ob das nächste Mal wieder so mega viele Briefe kommen oder ob wir das nächste Mal ein bisschen ruhiger angehen können. Ansonsten, wie gesagt, ne, es soll kein Ding sein, dass ihr keine Briefe schicken sollt, sondern wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit Fragen schicken und einfach machen auf dem Server Rexa oder Leria einen guten Tipsilay. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat, beziehungsweise die Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit einfach auf den Social Media Networks vorbeischauen, wie zum Beispiel auf Twitch. Alle Links sind da unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.